Ja, guten Morgen. Heute ist unser Einsichtsmeditationstag. Und da werden wir heute Morgen in der Morgensitzung fast unser ganzes Erleben durchziehende Geistesfunktion anschauen, üben, nämlich die Ambivalenz von Hoffnung und Furcht. Da wird gelehrt im Buddha Dharma, Hoffnung und Furcht sind wie so ein geistiger Mechanismus, der sich durch unser ganzes Erleben, unerleuchtetes Erleben durchzieht. Hoffnung auf Glück und Furcht vor Unglück, Hoffnung auf Erfolg und Furcht vor Misserfolg. Und viele unserer Aktivitäten drehen sich um diese beiden, quasi Pole unseres Geistes. Ja, und um damit etwas üben zu können, nicht nur nachdenken oder reflektieren zu können, sitzen wir erstmal in der ersten Hälfte der Morgenstunde. Still, ein bisschen die Achtsamkeit auf den Körper, den Atem, um überhaupt in eine wache Präsenz hineinzufinden, aus der heraus wir so eine Geistesfunktion anschauen können. Und in der zweiten Hälfte hören wir dann eine kleine Anleitung, die uns vielleicht ja, dieser Geistesfunktion näher bringt, die sie uns bewusst werden lässt. Wenn ihr mögt, rezitieren wir die ersten drei Absätze aus Motivation am Anfang. Um den eigenen Geist zu erforschen und das innere Leiden verstehen und beenden zu können, so dass Achtsamkeit, Bewusstheit, Herzenswärme und Mitgefühl zum Wohl von allem, was lebt, freigesetzt werden, richte ich mich auf diese Praxis aus. Ich möchte die Weisheitslehren aufmerksam studieren, will ihnen zuhören und über sie lesen, und dann versuchen, ihre praktische und tiefere Bedeutung zu verstehen und in meinem Leben anzuwenden. Und ich entwickle Wertschätzung und Respekt vor all jenen, die vor mir diesen Weg gegangen sind, den Lehrern und Lehrerinnen, den Meisterinnen und Meistern und auch all jenen Mitübenden gegenüber, mit denen mich eine ähnliche innere Suche und Orientierung verbindet. Wir haben in unserer Meditationskörperhaltung Platz genommen.
Der Körper ist nach unten hin verankert, geerdet, wird von der stabilen Erde getragen. Nach oben hin wachsend aufgerichtet, sodass uns das auch etwas munter macht und weckt. Jetzt am Morgen unterstützt vielleicht das Bild, wie eine Pflanze zu sein, die sich dem Licht entgegenrankt. Auch wir sind ja einfach Gewächse auf diesem Planeten. Und wenn wir merken, dass wir ganz in unserer aufgerichteten Haltung angekommen sind, sorgen wir auch für Entspannung, Gelöstheit, Leichtigkeit. In allen Bereichen des Körpers, den Beinen, dem Oberkörper, den Armen, auch in der Kopfhaltung, den Gesichtszügen. Füllen wir den Körper wieder mit Achtsamkeit, wie eine Vase, die von unten nach oben sich anfüllt mit einer kostbaren Flüssigkeit. So füllt sich unser sitzender Körper mit der freundlichen, edlen Qualität der wohlwollenden und sehr genau wahrnehmenden Achtsamkeit. Zugleich wird die Achtsamkeit wie so eine innere Instanz, wie so etwas, was aus unserem Herzen, unserem Geist heraus schaut, auf das, was da ist, wie so eine Art Kamera oder als wenn ein Vogel aus der Höhe auf eine Landschaft herunterblicken würde. Und diese Aussage wäre nun da, um nicht zu sehr in unserer Ego- oder Ich-Perspektive in unserem Körper und unserem Wesen gefangen zu sein.
Das Ich, das Ego reduziert alles. Da denken wir, mein Körper, das bin ich, der Atem, das ist mein Atem, die Empfindungen, ich spüre dies, ich spüre jenes. Die Achtsamkeit hat einen viel weiteren Blickwinkel. Sie schaut viel genauer, tiefer, spürt, erlebt, was da ist. Nehmen wir bitte noch die Atmung in die Achtsamkeit hinein. Merken, wie sich der Atem zeigt, wo er sich gerade spüren lässt. Zwischen Nasenöffnungen, wo wir den Windhauch spüren und den Bewegungen, die die Atmung im Körper auslöst. Der Hauch, der den Körper durchweht. Und uns mit der Umwelt verbindet. Hier können wir leicht sehen, wie viel mehr da ist, als wenn wir nur denken würden, ich atme, mein Atem. Tatsächlich sind wir atmend mit der ganzen uns umgebenden Erdatmosphäre, den Winden, die hier wehen, in Verbindung. Ja, sitzen wir eine weitere Viertelstunde in Stille, diese Haltung weiter erforschend, vielleicht so eine Art achtsames Körperdurchwandern übend oder mit dem Atem verweilend, achtsam, bis wir merken, wir sind jetzt sehr präsent, sehr geistesgegenwärtig und offen.
Bei Bedarf nur den Körper etwas bewegen. Sitz verändern, regeln, strecken. Bisschen Selbstmassage üben. Wenn danach zumute ist, kann gerne auch mal aufstehen. Aber es geht auch in 2 Minuten weiter. Ja, in der zweiten Hälfte unserer Morgenmeditation schauen wir uns jetzt mal unser ganzes Erleben vermutlich durchziehende Ambivalenz von Hoffnung und Furcht an. Offen auf Glück, Furcht vor Unglück, offen auf Erfolg und Furcht vor Misserfolg. Offen auf Gewinn und Furcht vor Verlust. Offen auf erfreuliche Begegnung und Miteinander. Furcht vor Verlassenwerden, Einsamsein. Offen auf Lebendigkeit und Furcht vor dem Tod. So viele Dinge. Wir balancieren ständig sozusagen auf so einem feinen Grat zwischen Hoffnung und Furcht und sind damit sehr beschäftigt, die Hoffnung zu erfüllen und die Objekte der Furcht zu vermeiden.
Einsichtsmeditation zu üben kann bedeuten, dass wir jetzt nicht nur betrachten, wahrnehmen, spüren oder beruhigen, Geist stillhalten, Ruhezustände entwickeln wie in Shamatha-Praxis, sondern dass wir versuchen zu verstehen, einzusehen, wie der Geist ist, wie er arbeitet, worum es da oft geht. Nennen wir das die Funktionsweisen des Geistes. Das klingt etwas mechanisch, aber gemeint ist, ja, welche Wirkungsweisen da am Werk sind eben. Und andererseits, was die Natur all dessen ist, die Natur des Bewusstseins, in dem diese ganzen Vorgänge geschehen. Mit anderen Worten, gibt es einen Ausweg, gibt es Lösungen für die Funktionsweisen des Geistes, vor allem für jene, die uns als leidvoll auffallen. Und woher kann die Lösung kommen? Ja, finden wir zurück in die Haltung, das ist schon geschehen. Und die soll ja eine meditative Betrachtung sein und nicht nur eine Denksportaufgabe, eine Nachdenkübung. Aber Einsichtsmeditation im buddhistischen Stil kommt eigentlich nicht aus ohne Vorgaben. Da werden uns Dinge gesagt zum Bedenken, zum meditativen Betrachten, Weisheitsaussagen, Dharma-Aussagen. Ich habe schon so einen kleinen Vortrag gehalten, den ich nicht. Und die gilt es erstmal zu hören. Und dann aber auch zu überprüfen. Es sind keine Glaubenssätze. Das heißt, man höre den Dharma, man lasse ihn wirken, überprüfe dann, was an der Aussage nachvollziehbar ist und was nicht. Zeigt der Dharma, zeigt die Weisheitsaussage uns etwas, was wir als zutreffend erkennen? Dann können wir die Sichtweise annehmen. Wenn Widerstände auftreten, okay, dann bemerken wir die Widerstände und schauen, was sie bedeuten und womit sie zu tun haben. Und nochmal, da wird uns gesagt, Hoffnung und Furcht durchziehen den unerwachten und nicht befreiten, vor allem leidenden Geist, oder sie haben den Geschmack des Leidens oder lösen diesen aus. Und sie hängen zusammen. Wir meinen jetzt nicht irgendeine spirituelle Hoffnung, die es vielleicht auch gibt auf Erwachen, Erlösung, Befreiung, sondern die Hoffnung, die eben mit der Furcht gekoppelt ist. Die emotionale Unruhe, oft unbewusst als Antreiber auslöst. Hoffnung auf Wohlbefinden.
Furcht oder zumindest Sorge, dass wir kein Wohlbefinden finden können oder aufrechterhalten können. In vielen, vielen Abstufungen, sowohl im inneren emotionalen Bereich, in Beziehungen zu anderen, und auch im materiellen Sinn, Hoffnung, den Wohlstand zu bewahren, Furcht davor, ihn zu verlieren. Wir nennen die Bemühung, Hoffnung zu erfüllen und der Furcht nicht zu erliegen, oft unsere Arbeit. Dafür verwenden wir vielleicht viele Stunden des Tages. Vielleicht verdienen wir sogar unser Geld damit. Das treibt uns an. Wir kommen kaum zur Ruhe. Und selbst wenn wir in Meditation sitzen, dann beschäftigen wir uns immer noch, nicht nur, weil das heute unser Thema ist, Gedanken von Hoffnung und Furcht. Aus buddhistischer Sicht, aus der Lehre des Buddha heraus, sind sie mit Unwissenheit gekoppelt. Sie kommen aus der grundlegenden Unwissenheit über unsere Natur, Natur des Geistes, die Möglichkeit, frei und wach, offen und klar zu sein. Sie sind eine geistige Trübung, die aber auch sozusagen unsere zweite Natur darstellt, Natur der Verblendung. Das dürften wir überprüfen, vielleicht finden wir diese Aussage zu hart. Ich möchte uns vorschlagen, in den weiteren Minuten in Stille einfach mal unsere eigenen Hoffnungen und Befürchtungen etwas zu erforschen und dann so gegen Ende, wenn wir nochmal eine Anleitung uns zu lösen von Hoffnung und Furcht und zu entspannen damit. Aber schauen wir sie uns erst einmal an und werden dabei ganz ehrlich und nüchtern. Was sind meine Hoffnungen, die mit Befürchtungen einhergehen? Was sind meine Befürchtungen, von denen ich hoffe, dass sie nicht eintreten?
Vielleicht sind uns jetzt unsere eigenen Hoffnung und Furcht, Ambivalenzen aufgefallen. Und was machen wir dann damit? Wie gehen wir damit um? Zunächst wäre es vielleicht ein Schritt, sich klar zu machen, dass das, worum es bei unseren Hoffnungen und Befürchtungen geht, nicht primär Realitäten, Wirklichkeiten sind, sondern eben eine Geistesformation. Hoffnung und Furcht sind zunächst einmal einfach in uns, in unserem Geist, egal worum es geht. Es geht da um irgendetwas und das ist auch nicht ganz unwichtig. Aber das, was es so dramatisch macht, was uns vielleicht antreibt, was uns wirklich emotional hoffen und emotional fürchten lässt, das ist im eigenen Geist. Deswegen ist es ein meditatives Projekt, jenseits von Hoffnung und Furcht zu gelangen. Hoffnung und Furcht zu durchschauen, Einsicht in diesen geistigen Mechanismus zu gewinnen und zu verstehen, dass ein großer Anteil dessen, worum es da geht, was uns so auffühlt und beschäftigt, in uns ist und noch nichts mit den Realitäten, um die es da irgendwie gehen mag, zu tun hat. Es ist ein Geisteszustand, eine geistige Ambivalenz. Mal die eine Seite, mal mehr Hoffnung, mal mehr Furcht. Hoffnung auf Frieden, Furcht vor Krieg. Ja, da gibt es eine Realität da draußen, in unserer Nähe, aber der Geisteszustand ist in uns. Hoffnung auf Gesundheit, Furcht vor Krankheit oder Hoffnung auf Heilung, Furcht vor Verschlimmerung. Ja, da gibt es eine Realität, da geht es um was, aber das, was es innerlich dramatisiert, das ist in uns. Also, das ist das Erste, die Hoffnungen und Befürchtungen als eigene Geisteszustände zu erkennen. Können wir sie vielleicht klären, durchschauen? Beruhigen, lösen. Sie haben keine subjektive, absolute Realität. Wir könnten damit auch anders umgehen. Und dann würde uns der Dharma sagen, wenn du gewisse Verbesserung wünscht, wenn du hoffst auf Frieden, Wohlbefinden und so weiter, dann schaffe die Ursachen dafür. Tu, was du kannst. Prüfe, was es zu tun gäbe, um günstige Umstände zu schaffen. Vermeide das Gegenstück. Pflanze gute Samen, vermeide das Einpflanzen von Samen, die wahrscheinlich zu Unglück führen. Vielleicht ist es in manchen Bereichen eine Frage des ethischen Verhaltens. Kommt drauf an.
Also leiden wir nicht zu sehr unter dem Wechsel von Hoffnung und Furcht, sondern den Anteil, der einfach im Geist ist, beruhigen wir ihn, beschauen wir ihn, halten ihn nicht so sehr fest. Und wenn wir etwas tun können, was das, was wir uns wünschen, fördert, könnten wir es tun. Und wenn wir etwas vermeiden könnten, was weitestens in Unglück bewirken würde, vermeiden wir es. Aus einem ruhigeren, gelasseneren, auch vielleicht mitfühlenderen Geist heraus. Der Dalai Lama sagte immer wieder einmal, es gibt es als Sprüche auf Wandbehängen oder Kalenderblättern. Don't worry too much, also mach dir nicht zu viel Sorgen. Wenn du ein Problem lösen kannst, dann löse es. Wenn du es nicht lösen kannst, don't worry too much, dann kannst du es nicht lösen. Auch dieser Rat geht in die Richtung, die wir heute Morgen betrachten. Schauen wir nochmal nach, wie es uns jetzt nach dieser Stunde der Meditation geht mit unseren eigenen Themen. Und die Widmung am Ende soll uns so ein Geist ja auch in diese Richtung etwas öffnen und lenken. Möge das Heilsame, das durch diese Übung entstanden ist, die Verwirrung meines Geistes auflösen, so dass ich mit mehr Achtsamkeit, mit Herzenswärme und Mitgefühl, mit ruhiger Gelassenheit und Weisheit und im Einklang mit den Prinzipien einer feinfühligen Ethik in vielen Situationen des Alltags zum Wohle anderer und aller Lebewesen denken, sprechen und handeln kann. Möge ich auf diese Weise zum Wohlbefinden von Menschen, Tieren und Pflanzen, von für mich sichtbare und unsichtbare Wesen und zu Frieden und Glück in der Welt beitragen.